Willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come. Ja, bin jetzt hier angelangt und warte genau ja, bis um 5. Wir sind dabei, die Geschenke für die Madame zu holen. Und ja, war jetzt gerade nachts unterwegs. Wir wurden mal wieder angefallen. Nichts Schlimmes. Du bist ein Wächter. Kamera. Ich würde trotzdem noch gerne eine Stunde verweilen. Biete einmal die Fackel weg und dann in die Richtung. Karte, was sagt die Karte? Map, map die Karte. Er sagt, dass ich in die Richtung gehen muss. Ja. Da hängt wer. Mal schauen, werde ich überfallen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Naja, wie immer, einfach quer durch den Wald jagen. Dann einfach mal schauen, ob dich ein Bandit oder so erwischt. Ich meine, keine Frage. Es ist hügelig. Aber ja, Mai. Was sagt mir hier eigentlich die Karte? Hier ist ein Fluss. Es ist nicht so seicht, wie es aussieht. Das ist schlecht. Vielleicht finde ich hier irgendwann einen Übersteg. Miau. Guck mal, hier kann man doch rüber. Gucke mal. Ja, moin. Sasau. Hallo. Ah, stoßen mir den Kopf an? Nee, tue ich nicht. Nein. Ist entdeckt. Schleifstein. Waffenschmied. Schmied. Moment mal. Ah. Dachte schon, da könnte man sich hinlegen. Dahin will ich doch gar nicht. Questlog. Zu Diensten, meine Herren. B.
Wo ist das B? Ist das in der Nähe von A? Ja, das ist bei A. Dude. Dude, ich steck fest. Ist kein unerlaubtes Eintreten. Dann muss ich scheinbar hier rein. Hallo? Sind Sie zu Hause? Ja. Gott sei mit dir. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Einen schönen Moldavit aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herrin Stefanie nicht gefallen. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavit ersetzen könnten. Aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermählung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavit aufspüren könnte. Dafür bleibt keine Zeit. Dein ehrbarer Händler ist sicher längst über alle Berge und verspielt das Geld, das er für den Stein bekommen hat. Oder verprasst es im Badehaus mit Zuberdirnen. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, ersetze den Stein durch einen anderen. Wie du wünschst. Den Verlust nehmen wir natürlich auf unsere Kappe. Wir regeln das mit Herrin Stefanie bei ihrem nächsten Besuch. Komm morgen Abend wieder. Das Diadem ist dann fertig. Alles Gute. Morgen Abend. Ja, ich würde sau gerne da drin schlafen. Gut. Ja, gut. Hallo. Wo ist denn hier ein Schlafdings? Von wo kommt mein Pferd? Hallo. Guten Morgen. Erstmal hier was essen, fett werden. Hallo. Ah, du kommst wie gespawnt. Also. Aua. Karte. Müsste halt gerne hier irgendwo schlafen. Ja. Déjà vu. I am just makes before higher on the street. The nose with times. And the circus of mystery. Siding on my feet. It's a whole way to die to be. Yeah, déjà vu. I am just makes me fall higher on the beat and the nose so case. Heuterkunde.
Alchemistisch. Ja. Teschafu. Hire. Hire on the street. Pass doch auf, du Flegel. Du hättest mich fast umgebracht. Geht das? Ich suche noch was zum Schlafen. Na gut, die Stadt ist groß. Da ist eine Schmiede. Déjà vu. I am just makes me fall higher on the street and the nose with ties. Schnellreiseort. Da, Schenke. Gib mir bitte ein Bett. Gott sei mit dir. Na, scheinbar. Was ist mein. Ja, meine Zeit halt okay. Schankmeid? Hä? So, jetzt gib mir bitte ein Zimmer. Allmächtiger, deine Kleider. Wurdest du... Möge Gott über dich wachen. Hä? Ja. Die Wache denkt sich auch nur so, ja, der kann auch nicht reiten. Krämer. Schneider. Alles Gute. Ich kann hier nirgends schlafen. Ich habe auch nirgends einen Schlafplatz.
Wie gemacht? Guten Tag. Ich suche nach dem Meistergraveur. Weißt du, wo ich ihn finde? Er ist sicher in seiner... Möge Gott über dich wachen. Ich suche nach einem Meistergraveur? Wäre mir jetzt neu. Ja, meine Kleider sind jetzt nicht die besten. Fettsack. Badehaus. Sei gegrüßt. Ich möchte etwas bestellen. Was hättest du denn gerne? Ich möchte Bad nehmen und meine Kleider reinigen lassen. Meine Wundversorgung, ich brauche Heilung, ein Bad und saubere Kleidung. Ich möchte mich rasieren lassen. Ich möchte meine Haare schneiden. Ein Bad. Das lässt sich machen. Das ist mir zu... Und wie viel würdest du... Ist das genug? Das ist zu wenig. Zufrieden? Das ist zu wenig. Ja, gut. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Gott behüte dich. Werde ich ja merken, wenn ich ausgeraubt werde. So. Jetzt, sehe ich wieder gut aus. Okay, merke, Badehaus ist gar nicht mal so unwichtig. Wo kann ich pennen? Hallo? Was willst du? Wo kann ich hier denn pennen? Ist das nicht? Scheiße, Heinrich! Heinrich! Hier! Wo geht der hin? Ignoriert er uns? Heinrich! Hier! Ich glaub's nicht. Da kennen wir uns schon fast unser ganzes Leben und dann das. Ich habe euch zwei gar nicht gesehen. Schön, dich zu sehen. Matthäus, Fritz, ihr lebt. Was hast denn du gedacht? So leicht wirst du uns nicht los. Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es euch beiden gut geht. Schon, aber wir kamen gerade so davon. Allerdings, es war schlimm. Fritz rannte wie ein Mädchen. Wirklich? Bockmist. Blöder Witzbold. Erzähl, wie es dir so ergangen ist. Ja, ich habe sie auch ordentlich erwischt. Erst in Ratai habe ich aufgehört, Sterne zu sehen. Du hast auch schon bessere Tage gesehen, was? Zurzeit bin ich an Ratzigs Knappe. Ah, du hast dich nach oben gearbeitet. Ah, und wie geht es euch beiden? Beschissen. Du sagst es. Wir sind immer noch zerfahren und schulden dem Kloster ein Vermögen. Und Arbeit gibt's auch keine. Nur Drecksarbeit für Leute mit einem Grips von einem Besenstiel. Sucht in Sasau niemand nach guten Zimmermännern? Niemand. Dabei suchen wir überall. Hey, dir kam nicht zufällig was zu Ohren. Das wäre jetzt gerade wirklich ein Segen. Ich höre mich um, aber versprechen kann ich nichts. Danke, Heinrich.
Wir werden uns erkenntlich zeigen, versprochen. Wo könnte ich Arbeit für euch finden? Überall, womit Holz hantiert wird. Schließlich haben wir als Zimmerer in der Mine gearbeitet. Aber den Gebäudebau kannst du vergessen. Nach Skalitz wird keiner so schnell etwas bauen. Außer in Sasau, aber da wollen sie uns nicht. Die besten Chancen hätten wir bei einer Mühle. Essen müssen die Leute immer. Am liebsten wäre es uns, wenn die Arbeit gut bezahlt, hey, aber nicht anstrengend Heinrich ist. Heinrich kommt uns besuchen. Wer außer uns hat noch überlebt? Johanka ist im Kloster untergekommen. Das Mädel hat uns sehr geholfen. Mehr wissen wir nicht. Als wir geflohen sind, haben wir Theresa geholfen, aber wer weiß, wo sie jetzt steckt. Wir wurden getrennt. Ich schulde Theresa mein Leben. Sie brachte mich zur Mühle nach Ratai, als ich bewusstlos war, und pflegte mich gesund. Freut mich, dass sie lebt. Da du sie so gut kennst, könntest du sie ja fragen, ob sie weiß, wo es Arbeit gibt. Auf bald. Könnte ich machen. Fritz! Freut mich, dich zu sehen, Heinrich. Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut sein, Heinrich. Nein. Was war denn los? Wir haben jemanden vermöbelt. Aber misch dich bloß nicht ein, Heinrich. Wir regeln das. Nicht so schnell. Wen habt ihr vermöbelt? Elias. Er ging uns auf den Sack. Kurz gesagt, es war seine eigene Schuld. Und damit ist der Fall erledigt. Aber es muss doch einen Weg geben, die Sache zu regeln. Vielleicht, wenn ihr... Nichts da. Na gut, wie du meinst. Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlage. Gut, aber... Vielleicht ein anderer. Okay. Gott sei mit dir. Okay, ich muss irgendwo hin, wo man schlafen kann. Hallo. Unterkunft. Hinter mir ist eine Unterkunft. Bist du gleich eins aufs Maul? Wir wissen beide, dass es dich nicht lange geben wird. Hey, wo ist der Wirt? Oben oder da? Hier unten. Guten Tag. Wie kann ich... Könnte ich hier... Natürlich. Für wie lange? Kann ich gleich für mehrere... Kein Problem. Das ist zu... Kann ich... Aber ja. Für wie lange? Nur die einen. Gut. Hier, bitte. Ich falsche. Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk. Die zweite Tür. Mach's gut. Okay, die zweite Tür. Gute Nacht. Die Zeit heilt alle Wunden.
Ist gut, ist gut. Morgen Abend, also quasi. Das hier ist Abend und das ist morgen. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Okay. Besuche Theresa. Los, lass mich durch, ich bin ein Bauer. Durch den Garten. Durch the Golden Gate. Bin in der Wand gewesen. I'm the rich. Ah, hier kann man ganz easy stehlen. Gut zu wissen. Gesundheit. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Schade, dass du den Moldavit nicht gefunden hast. Ohne ihn ist es nicht so schön. Alles Gute. Das stimmt zwar. Aber stell dir mal vor, dass so eine Kleinigkeit mich schon so aushaut. La 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 la. Zapf mir eins. Guten Tag. Hast du ein... Natürlich. Für wie lange? Nur die... Gut. Hier, dir wird... Möge Gott über dich wachen. Mal schauen, ob die Blutungen über Nacht weggehen. Beide Beine bluten. Gut. Wo ist ein Verband? Als ob... Oh.
Warum muss alles so kompliziert sein? Nage am Hungertuch. So, an der Stelle. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.